So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge World of Warcraft, wo wir jetzt hier direkt mal in die Schwarzfelsspitze starten. Ist denn unsere Quest? Hier. Mein Handy wackelt schon wieder. Muss ich gleich erstmal kurz zurückschreiben, aber hier mal schnell annehmen. So, hier, So, nur dass er weiß, dass ich gerade eine Aufnahme angefangen habe. So, da legen wir hier schon mal wieder direkt den Heilkreis drunter, dass ich so lange nichts machen muss. Gerade mit einer Instanzenfolge. Mal kurz heilen. Heilkreis. Angefangen. Melde mich danach. So. Ich hoffe, er guckt jetzt auch in sein WhatsApp rein. 40% haben wir jetzt hier am Anfang von der Instanz. Mal schauen, auf was wir für einen Wert kommen, wenn wir hier durch sind. Kette. Wir kriegen es auch noch. Oh, hier, der Tank, der macht das aber eigentlich ordentlich. So, kriegt er wieder noch einen Heilkreis unter die Hufe gehauen und dann kann ich jetzt hier wieder meinen Hurricane reinsetzen in die Gruppe. Er hat nichts zu tun, er ist arbeiten und hat nichts zu tun. Jetzt schreibt er gerade zurück, mir ist so öde. Oh, das war mein Siri. Ja, dann mache ich eben nach der Folge hier dann mal eine kurze Pause. Ich habe sowieso noch das ein oder andere Schriftliche zu erledigen. So lange kann ich ja dann mit ihm telefonieren. Halt noch 20 Minuten durch. Nochmal heilen zwischendrin. So. Echt, da ist so wenig los, das gibt's doch nicht. Ich frage mich nur, wo sind die Quests? Ich muss ehrlich sagen, Schwarzfelsspitzen war ich noch nie so großartig drin. Die musste ich eigentlich kaum noch mitnehmen, immer sonst um Level up zu werden, beziehungsweise ich bin nicht reingekommen. Wenn man ja als Damage-Spieler doch mal ein bisschen länger braucht, um eine Gruppe zu finden, selbst beim Leveln. Und ein Hurricane in die Gruppe rein. Immerhin, wir haben jetzt schon 5% vom Level dazu bekommen, obwohl wir noch keine einzige Quest abgegeben haben. 6%. Jede dazu gewonnene Erfahrung ist gute Erfahrung. Da hinten haben wir gleich die erste Quest. Drei Quests auf einmal. Das scheint mir hier keine lange Instanz zu sein, sondern eine Quest, sondern eine Instanz, wo man alle möglichen Quests mit einem Rutsch beendet. Ist ja auch nicht unbedingt schlecht. Gibt zwar jetzt nicht so viele Erfahrungen dann für den Trash.
Aber okay. Ja. Müssen wir es vielleicht alle benutzen, damit er rauskommt? Aha. Naja, der Rücken ist jetzt auch nicht so toll vom Aussehen her. Ach Mensch, hier. Ich will doch nicht mal nur einen raus. Hier kann man übrigens in der Folge Leeray machen, wenn man hier die ganzen, aus den ganzen Eiern die Drachlinge rausholt und die dann. Genau, nicht Leeray, Leeroy. Wie komme ich auf Leeray? Wahrscheinlich, weil wir einen in der Gilde haben, der Leeray heißt. Und wenn man die dann nämlich alle auf einmal tötet, dann bekommt man den Erfolg. Schreibt mir gerade noch mein Papa, ob die Abstellkammer auch weiß werden will. Ich hatte mal die verrückte Idee geäußert, in unserer neuen Wohnung die Abstellkammer orange zu machen. Und wie viel? 2,5 Liter orange Farbe kosten 30 Euro? Alter, das erinnert mich wieder daran, dass ich heute noch die LED-Klebestreifen kaufen wollte. Die sind nämlich reduziert. Da ist dann noch eine Fernbedienung bei. Ich glaube, 24 verschiedene Farben waren es, die man in 8 Stufen auch noch dimmen kann. Ich hatte nämlich geplant, wie gesagt, wir ziehen demnächst um und dann wollte ich gerne in das Fernsehregal und wir haben dieses alte, vielleicht kennt ihr das, von Ikea haben wir aus dieser Expedit-Reihe, die jetzt ausgelaufen ist, noch ein Regal und da kommen so ein paar Glasvitrinen noch rein. Und in die Glasvitrinen sollen auch nochmal so LED-Klebestreifen, dass man so ein bisschen das Ganze, je nach Lust und Laune, wie man gerade drauf ist, das atmosphärisch unterschiedlich beleuchten kann. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und ich meine, mein Bruder hat Elektrotechnik und sowas studiert. Er hat das schon immer bei uns gemacht, wenn sowas anstand. Und von daher, warum nicht? Und jetzt habe ich gerade mal richtig böse Akku. So, alle wieder oben. Nee, da steht auch noch jede Menge an zu planen. Meine Eltern haben sich da gestern noch um die letzten Teile, naja, gekloppt will ich jetzt nicht sagen, aber sie haben noch geguckt, was sie noch so für uns holen können. Das ist ein bisschen weiter, was wir umziehen und jetzt hatten sie gestern Ausverkauf von den letzten Expedit-Teilen und naja, alles, was man eben noch kriegt, bekommt, nimmt man natürlich auch gerne mit, wenn man es sowieso braucht. Ich meine, hallo, Glasvitrinen, die sonst 20 Euro kosten, auf 10 Euro reduziert. Ist doch super. Im Internet gehen die mittlerweile schon für 30 Euro das Stück weg. Da habe ich ganze 90 Euro gespart im Vergleich dazu, wenn ich sie mir bei eBay geholt hätte. Ah, 52. Wir wollen jetzt hier nicht ernsthaft alle Drachen einzeln machen. So, ist die nicht über uns?
da kamen jetzt nur die ganze Zeit diese Wellen. Ich bin gerade irgendwie leicht verwirrt. Ich meine nämlich, dass wir hier hoch müssen. Okay, dann müssen wir danach, wenn der da weg ist. Früher waren solche Waves mal noch anspruchsvoll. Mittlerweile wundert man sich nur noch, ob man vielleicht irgendwas vertauscht und gar nicht hier warten muss oder so. Warum nehmen die denn jetzt alle mit? Das sind sowieso nicht genug für Leroy. Leroy, nicht Leroy. Ja. Immerhin bei 56% Erfahrung sind wir jetzt schon. So, haben wir jetzt hier schon irgendwas von abgeschlossen? Nö.
Okay, irgendwas sagt mir, dass ich die Folge, wenn das so weitergeht, von der Geschwindigkeit sogar trennen muss, weil ich an die 40 Minuten rankomme. Aber für ein Level-Up sollte das hier auf jeden Fall reichen, wenn wir das hier alles machen. Vorausgesetzt, das klappt auch mit den Quests irgendwie, weil es fehlen ja nur noch 38% bis Level 56. Wir müssen hier nicht alles machen. Ich krieg gleich eine Rappel. Das war jetzt zwar ehrlich gesagt wirklich nicht geplant gewesen, aber mein Gott, das passt doch hier einwandfrei. Oh, jetzt ruft er mich schon wieder an. Ich hab doch gesagt, ich melde mich, wenn ich fertig bin. Das sollte ich mal bei ihm machen, wenn ich weiß, er macht gerade ein Let's Play. Dann wüsste ich schon, wer mich vierteilt, wenn ich wieder nach Hause komme. So, jetzt kann ich schon wieder zurückschreiben. Oh, Schildhand. Oh. Würde ich mal Bedarf drauf machen. Sind in der Instanz. Der Tank ist sehr langsam. Sorry, aber es ist ja nun mal so. Jetzt bewegt sich der Tank gar nicht mehr. Hallo? Oh. Echt hier in dieser Gruppe checkt es aber auch gar keiner. Sorry, aber die DDs bleiben einfach unten dumm stehen. Der Tank ist AFK. Was ist denn das hier für ein Kackmist? Sorry, aber sowas geht mir auf die Nerven. Wenn ich sowas will, dann gehe ich nicht in die Instanz. Dann bin ich schneller, wenn ich einfach nur draußen stupide Mobs töte. Och, das ist doch nicht wahr. Halt echt so, die anderen DDs reagieren auch nicht. Überhaupt nicht. Yay, unser Tank ist wieder da.
So, sorry, dass ich gerade auf den Desktop geflogen bin. Keine Ahnung, was da gerade los war. Sehr mysteriös, das Ganze. Sehr mysteriös. Jetzt habe ich natürlich überhaupt gar keinen Plan mehr. Ich glaube, ich war bei ungefähr 25 Minuten. Dann teile ich das Ganze einfach auf und mache da zwei Folgen draus. 20 Minuten ist ja sowieso eine normale Folge. Oder mal gucken. Ich nehme hier dann jetzt einfach nochmal 10 Minuten auf oder sowas. Und ja. Ja, ich glaube, so mache ich es. Sonst ist das ja doof. Dann habe ich mich ja am Ende von der letzten Folge gar nicht von euch verabschiedet. Das geht doch nicht. Wie viel Erfahrung das jetzt hier schon gibt. Wir haben schon 20 Erfahrungen gut gemacht. 20% Erfahrung. Ich hatte eigentlich auch noch was anderes geplant, als den Rest des Nachmittags in dieser einen Instanz zu verbringen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich gebe mir mal gerade selber anregen. Boah, wie schnell jetzt das. Wie schnell jetzt da oben das Mana wieder hochtickt. Krass. So. Lord Victor Nefarius. Wahrscheinlich besser bekannt unter dem Namen Nefarian, unter seinem Drachennamen. Übrigens einer der Söhne von Lord Vic Lord Prestor. Wahrscheinlich auch wieder besser bekannt unter Neltharion, beziehungsweise Todesschwinge oder auch Deathwing. So, jetzt müsste ja eigentlich gleich. Kommt doch hier jetzt der Boss runter, oder nicht? Okay, wie auch immer, ich beende jetzt hier gerade an dieser Stelle erstmal kurz die Aufnahme. Das passt sich gerade, weil hier jetzt nicht so viel passiert. Und bis zur nächsten Folge, wenn es hier weitergeht in den Schwarz, in der unteren Schwarzfeldspitze. Bis dann!